Hi und willkommen zurück. Ich war bei dir im Einkaufen, denn ich habe gehört, dass es viele neue Produkte gibt und die wollte ich mir mal anschauen. Und irgendwie wurde mal wieder aus Kleinigkeiten ein XXL-Einkauf. Ich habe schon wieder viel zu viel Geld ausgegeben. Ich weiß nicht, wie das jedes Mal passieren kann. Aber da ich weiß, dass euch meine DM-Hauls immer sehr interessieren und ich diesmal Neuheiten dabei habe, und zwar eigentlich nur, bleibt jetzt am besten dran, denn wir legen direkt los. Starten wir als allererstes mit Bilou und ich habe im Internet mitbekommen, dass Bibi neue Produkte rausgebracht hat. Und zwar in der Sorte Yummy Lemon dieses Mal. Und da gab es, glaube ich, einen Duschschaum wieder, aber auch dieses 2-in-1 Body Spray. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, vorher gab es noch nie Body Sprays von Bibi, oder? Ich will es jetzt einfach mal direkt ausprobieren. Und. Okay. Im zweiten Riecher wird es ein bisschen süßer, aber im ersten riecht es irgendwie nicht so ganz so geil. Also ja, ist okay, aber ist jetzt nicht so mein Favorit. Aber auf jeden Fall Body Spray. Tja, und dann kann ich eigentlich auch schon direkt leugnen, dass ich total durchgedreht bin, weil ich auf einmal im DM überall nur noch Produkte von irgendwelchen YouTubern gesehen habe. Julien Bam macht gerade mit got2b was. Paola Maria und Melina Sophie haben was mit Impuls gemacht, das zeige ich euch gleich. Und Blogger und, oh mein Gott, ich habe auf einmal nur noch YouTuber und Blogger gesehen. Hier zum Beispiel Barbara Sophie macht gerade für Color Me, glaube ich, genau, auch Werbung. Und ich war voll happy, weil das fand ich voll cool. Und was ich entdeckt habe von Impuls, war ein Showergel von Paola Maria. Fand ich sehr cool. Das gab es auch als Deo, aber ich war jetzt irgendwie am Showergel mehr interessiert. Oh, und ich muss sagen, oh, ich weiß nicht, wie das riecht, aber es riecht so lecker. Kennt ihr noch, oh mein Gott, kennt ihr noch von früher, es gab diese ganz großen Leckkugeln. Also es war im Prinzip so eine Art Süßigkeitenkugel, so ganz groß und fest. Und die musste man immer wieder, musste man daran lecken. Und da hat man immer eine Schicht irgendwann abbekommen und dann fing eine neue Farbe an. Ich blende euch die mal ein, falls ich sie finden sollte. Aber danach riecht das und ich finde, das riecht super gut. Ich habe es tatsächlich nicht wirklich mitbekommen, dass Paola mit Impuls kooperiert hat. Hat mich aber trotzdem noch mehr gefreut. Und ja, zum anderen gab es etwas anderes, was ich schon länger gesehen habe. Und ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst, aber ich habe eine allerliebste Lieblingsbloggerin. Über die geht irgendwie keiner, weil ich sie einfach schon seit, boah, 7 Jahren oder so einfach jetzt verfolge und gern mag. Und keine Ahnung, ich weiß nicht. Sie ist für mich einfach irgendwie eine ganz große Inspiration und auch rein, was sie jobmäßig macht, finde ich es ganz cool und interessant. Naja, jedenfalls rede ich über Luisa Leon. Schaut sie euch auf jeden Fall an. Sie hat einen super schönen Blog und auch einen sehr schönen Instagram-Account. Und sie hat mit Farr kooperiert. Das habe ich auch schon mitbekommen, denn Shanti Tan und wer noch? Nilam haben auch mit Farr zusammen so einen Showergel rausgebracht. Und es riecht auch sehr frisch, sehr angenehm. Also es riecht ein bisschen so glamourös. Ich weiß nicht, ob man das so beschreiben kann. Aber ja, irgendwie war ich halt einfach happy, dass ja, man irgendwie jetzt so Produkte hat von Leuten, die man halt kennt und mag. Übrigens wollte ich gerade mal sagen, ich bin sehr froh, dass man mich nur bis hier sieht, denn ich habe gerade, ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt. Seht ihr das hier? Oh, ich habe Nudeln mit Tomatensauce gegessen, mein ganzes Oberteil ist voller Spritzern. Von daher, ja, wollte ich kurz mal eben gesagt haben. Wir machen aber direkt mal weiter und als nächstes habe ich bei Essie eine ganz tolle Trend Edition gesehen. Und zwar gab es da viele verschiedene Nagellacke, rot, beige, rosa und noch ein paar mehr. Und die hatten einfach so eine süße Verpackung und zwar so im Osterhasenstil. Die haben beides wieder Ostern und hier an der Seite steht auch noch drauf, frohe Ostern wünscht. Das ist die Farbe 121 Topless and Barefoot. Ja, so sieht die auf jeden Fall auch aus und das fand ich eine sehr schöne Geschenkidee. Und zum anderen habe ich etwas ganz Cooles gefunden und zwar von TT Sept ist das hier. Und das ist ein Gesundheitsbad und Flo ist aktuell krank, schon seit einer Woche und oh, ich glaube, gefühlt ist gerade jeder krank, aber ihn hat es echt erwischt und so, toi, 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 dass ich nicht noch krank werde. Aber das ist auf jeden Fall so ein basisches Badesalz. Detox pur. Neutralisiert die Säuren auf der Haut. Mit weißer Tonerde und Aktivkohle. Und ich fand, das hörte sich einfach super interessant an. Irgendwie auch mit weißer Tonerde und Aktivkohle. Hört man ja sowieso allgemein, dass das sehr gut ist. Und ja, neutralisiert die Säuren auf der Haut. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß gerade nicht genau, was Säuren auf der Haut sein sollen. Aber es hörte sich sehr gut an und ich möchte es sehr gerne ausprobieren, beziehungsweise Flo, weil da steht halt Gesundheitsbad drauf. Deswegen habe ich das eigentlich eher ihm mitgenommen. Und wo wir gerade schon bei irgendwelchen Kohlen sind, machen wir gleich mal weiter und zwar mit zwei Masken, die ich mir mitgenommen habe. Und zwar einmal von Garnier die schwarze Tuchmaske, wobei es sind beides schwarze Tuchmasken. Aber zum einen ist die hier mit Bambuskohle und die andere ist mit Bambuskohlenvlies. So, fand ich auf jeden Fall sehr cool. Das sind schwarze Tuchmasken, kannte ich so vorher auch noch nicht. Bisher
Tuchmasken kennt man ja, auch mit irgendwelchen Tiermustern, aber schwarze hatte ich bisher noch nicht gesehen. Und da wollte ich euch noch ganz kurz was anderes zeigen. Und zwar diese Hydra Bomb Tuchmasken im Set. Und da sind alle 7, die es gibt. Die seht ihr hier hinten nochmal drauf. Und man kann da halt so eine bestimmte Challenge mitmachen. Dazu gibt es auch bald dann mehr auf meinem Instagram-Kanal, also ab Montag. Aber dieses Set ist super limitiert. Bekommt ihr nicht im Rossmann, nicht im DM, sondern nur bei Amazon. Und ich verlinke euch das einfach mal in der Infobox. Das kostet um die 12 Euro. Und ich fand das einfach richtig cool, weil auch das zum Beispiel zu Ostern einfach ein schönes Geschenkset ist. Wenn ihr zum Beispiel einfach eurer Mama eine kleine Freude machen möchtet, dann verpackt ihr es einfach ein und schreibt irgendwie da drauf für eine schöne Mutter-Tochter-Zeit oder so. Fand ich irgendwie ganz süß und ja, wollte ich euch kurz nochmal zusätzlich zeigen, für die, die es vielleicht nicht mitbekommen haben. Aber eigentlich habe ich die beiden hier gekauft. Wir machen weiter mit 2 Got2b-Produkten, an denen ich stehen geblieben bin. Und zwar brauchte ich eigentlich neues Haaröl. Das war eigentlich im Prinzip der Grund, wieso ich in den DM gegangen bin. Und da habe ich etwas Ähnliches entdeckt. Und zwar von Got2b Natürlich Nude. Ich fand die Verpackung erstmal sehr schön. Und das ist ein federleichtes Ölspray. Also im Prinzip ein Öl in Sprayform. Und ja, ich kenne das halt immer nur so aus diesen kleinen Pumpfläschchen, aber das hier halt so nicht. Ich will es jetzt nicht so doll aufsprühen, aber es ist halt für die Haare, wie gesagt. Und ein ganz leichtes Öl. Ich weiß nicht, ob ihr es hier irgendwie sehen könnt. Also es riecht auf jeden Fall sehr angenehm. Es riecht so ein bisschen nach Haarspray. Ich fand die Flasche aber einfach sehr cool. Möchte das mal zukünftig ein bisschen so in meinen Locken ausprobieren. Und was anderes, was ich in dem Zuge auch noch entdeckt habe, ist auch aus dieser natürlichen Nude-Reihe, dieses Produkt hier. Und zwar ist das ein Lufttrockner-Mousse-Spray. Also hier steht drauf, Lufttrockner-Air-Dry-Schaumspray. Also angeblich soll man das dann halt so ins handtuchtrockene Haar machen, glaube ich. Genau. Und ja, im Prinzip kann man seine Haare dann einfach an der Luft trocknen lassen, braucht keinen Föhn. Und die sehen aber nicht so frizzelig aus, wie meine zum Beispiel jetzt gerade, die ich auch an der Luft habe trocknen lassen, ohne dieses Produkt. Ja, und soll dann halt einfach irgendwie natürlich einen Halt auch noch geben und sowas alles. Und das fand ich sehr interessant, beide Produkte. Und wie gesagt, ich finde die von der Verpackung her auch sehr, sehr schön. Und ich werde beides mal ausprobieren und vielleicht demnächst darüber berichten. Dann machen wir weiter mit einer Spülung und zwar von L'Oreal Elvital Dream Length. Und ich glaube, dieses Produkt habe ich irgendwo mal auf Instagram gesehen und dachte so, hey, voll cool, das kenne ich noch gar nicht. Und zwar soll das einfach im Prinzip für langes geschädigtes Haar sein. Und ich habe, ja, also ich würde jetzt nicht sagen mega langes, aber ich habe schon bisschen langes, geschädigtes Haar. Und ich habe aktuell voll das Problem, das habe ich euch auch schon tausendmal erzählt, dass ich hier an meinem Scheitel so Schuppen habe, wegen trockener Kopfhaut. Und deswegen habe ich gerade von Linola so ein ganz bestimmtes Shampoo und dachte, okay, für die Spitzen brauche ich aber irgendwas anderes. Und da wollte ich das hier jetzt einfach mal ausprobieren und bin sehr gespannt, wie das so ist. Dann war ich etwas traurig und zwar zeige ich euch den hier jetzt einfach mal. Ich habe von Labellino diesen Vanilla Cake Pop das Vanilla Cake Pop Lippenbalsam mitgenommen. Ich fand, das sah ganz cool aus. Allerdings war ich auf der Suche nach dem von Julia Beautics, weil sie ja gerade eine coole Kooperation hat mit Labellino und so eine, ja, mit so zwei, so ein Set halt rausgebracht hat. Und das wollte ich mir eigentlich kaufen, weil ich sie gerne unterstützen wollte. Aber ich habe es nicht gefunden, beziehungsweise es war wahrscheinlich ausverkauft. Deswegen habe ich das aber mitgenommen, weil Vanilla Cake Pop hörte sich als Geruchs-Geschmacksrichtung auch sehr interessant an. Aber ja, also stellt euch einfach vor, das wäre dieses Set von Julia Beautics, was ich eigentlich mitnehmen wollte. Und bleiben wir einfach nochmal bei der Pflege. Ich habe noch 2 andere Sachen mit eingesteckt. Und zwar von L'Oreal Paris diese 2 Masken hier. Ich habe schon super viel auf Instagram von irgendwelchen YouTubern darüber gesehen, aber selber noch gar nicht ausprobiert. Und deswegen habe ich mir einfach die beiden hier mal mitgenommen. Das Coole ist, die hier ist gelb und die hier ist blau auf dem Gesicht. Und die gelbe, die nennt sich Glow-Maske, Tonerde Absolut nennt die sich. Und die andere nennt sich Anti-Unreinheiten-Maske, auch Tonerde Absolut. Genau, und auch wenn man es jetzt gerade nicht sieht, weil ich viel Make-up drauf habe, aber ich habe gerade in diesem Bereich hier so viele Uneinheiten. Und dann dachte ich mir, kann man die beiden vielleicht einfach partiell gut mischen. Da, wo ich Glow haben möchte, trage ich die auf. Da, wo ich halt Unreinheiten habe, die hier. Und ich wollte die, wie gesagt, einfach mal beide ausprobieren, weil ich wohl gehört habe, dass die so ein kleiner Dupe zu den Glam Glow Masken sein sollen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und ja, habe die einfach mal mitgenommen. Und außerdem habe ich noch ein Produkt von Nivea mitgenommen, was ich auch gar nicht kannte, sehr interessant fand und was neu ist. Und zwar nennt sich das Nivea Essential Urban Skin Detox. So, das ist eine Nachtpflege, aber so in Gelform und die ist irgendwie mit grünem Tee-Extrakt. Ich mache die einfach mal direkt auf. Ich fand es nämlich einfach interessant, dass das so eine Art Gel irgendwie sein soll. Hier ist sie drin und ich dachte, ich brauche auf jeden Fall mal wieder eine Nachtpflege, weil ich nur Tagsüberpflege momentan habe. So sieht die aus. Grün. Oh, riecht sehr, sehr frisch. Ach krass, und das ist echt so ein Gel. Seht ihr das? Das wird direkt so eine Gelform. Oh, das riecht sehr, sehr frisch.
Einfach irgendwie nach Grünzeug. Also nicht ekelig nach Grünzeug, sondern einfach irgendwie lecker. Und wie ihr seht, ich habe viel zu viel Geld ausgegeben. Ich wollte wirklich kaum was kaufen und jetzt ist doch schon wieder so ein riesen Einkauf bei rumgekommen. Macht aber nichts, besser für euch, so konnte ich euch neue Produkte aus dem DM zeigen. Und jetzt kommt ihr erstmal hier zu meinem letzten Video und könnt mich natürlich auch sehr gerne abonnieren, denn das Video ist jetzt vorbei. Und ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Ciao!